Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge. Anno 1800, endlos spielen fortgeschritten mit Tipps für Einsteiger. Ich bin Isivana von den Schmuftels und schön, dass ihr da seid. Ja, in der letzten Episode haben wir ja die Prinzen von Angereb auf unsere Seite gezogen. Unsere Expedition ist wieder zurückgekommen. Das heißt, wir werden die auch wieder gleich losschicken und dafür werden wir diese botanische zweitotenköpfige Expedition machen. Auf Kurs. Dafür brauchen wir ein bisschen Jagdglück. 15, 20. Ja, werden wir wieder ein paar Pelzmäntel mitschleifen. Geschick war immer ganz gut. Haben wir sonst irgendwelche tollen Items bekommen? Ich glaube nicht. Nee, nee. Navigation 30, alles für Kriegsschiffe hier. Alles für Kriegsschiffe. Und die Makrele ist kein Kriegsschiff, ja. Also, wir bleiben dabei. Was? Minus 5 Redegabe, Hyäne. Ah, herrlich. Cool, na gut. Dann beginnen wir die Expedition. Schaut ganz gut aus. Kapitän Morris kommt rein. Und wir haben unseren Kaffee freigeschaltet. Sehr gut. Ja, wir könnten wieder ein paar Uhren schnappen. Ein paar viele Uhren. Mehr Druck im Kessel. Und zu Kaiser Kitema fahren. Und wieder ein bisschen Kohle machen. Schadet ja nichts. Was ist mit meinen Obreros, Journaleros? Okay, was ist in der neuen Welt los? Das ist das wahre Leben. Ah, die Post, Wie Sie sehen, okay. haben wir beide was davon. Die Für Post alles, ist was ich es. hier fände, Gnädige, Nein. ich könnte dir niemals lange böse sein. Ja. Es reicht jetzt, Bente. Bente ist im Militär über mir jetzt, weil ich mich so auf Entbehrung fokussiert habe, aber das macht mir jetzt nichts. Hier 148, die Ein-Sterne-KI. Aber wenn wir mal schauen, dass wir ihr eine Insel wieder abknüpfen. Du hast den Vogel abgeschossen. Aber demnach zu urteilen, sind das alles nur Schiffe, die sie hat. 2,7 Millionen. Wir könnten hier mal. Danke für deinen Vertrauensbeweis. Bitte gerne. Hier anfangen auch ein paar Einteile aufzukaufen. Gut, Inembesa. Haben wir noch die legendäre Bibliothek von Kidusi Anitoni. Das ist ein Queststrang, den ich echt nicht mag. Weil der irgendwie ist, ja, viel zum Knobeln und ja. Wir müssen jetzt an die Bücher über das Goldene Zeitalter und die Gründung von Embesa lesen. Also sehr viel zum Lesen. Das heißt, ja, das habe ich schon vorgelesen, das ist mit der Königin, die ihr Erfolg durch den Sturm an die goldenen Ebenen Besas geschippert hat und ja. Da ließ sie einen Tempel für den verlorenen Ehemann Selamawawi errichten. Genau. Dann ein Tag im Leben eines Priesters. Haben wir schon. Abhandlung über Ketzerei im goldenen Zeitalter. Ketzerei ist etwas, was die Mächtigen in ihrem Herrschaftsgebiet nicht dulden. Im goldenen Zeitalter brannte Surya in einem Rausch des Wahnsinns ganz Embesa nieder, sein eigenes Land. Er brandmarkte die Einwohner von Kidusi als Geächtete und Ketzer und folterte jeden, der sich nicht vom wahren Glauben abkehren wollte. Viele starben. Doch die wahre Bedeutung von Ketzerei ist jede Lüge gegenüber der Seele. Jede bildliche Darstellung einer Gottheit kann Bis ans nur Ende eine der Lüge Welt. sein, da Göttlichkeit alles übersteigt, was ihre Diener sehen können. Aus diesem Grund ist Götzenverehrung Ich Ketzerei. hatte mir mehr erhofft, aber das sind alle Bücher, die wir haben. Das reicht kaum für ein vollständiges Kapitel.
Ja, die Architektur des Höhlenmenschen haben wir noch nicht. Ein Gelehrter des goldenen Zeitalters. Da gäbe es viel zu bereden. Die Tradition, Häuser in den Fels der Berge zu schlagen, ist vermutlich in Sile Amidos entstanden, als sich das Volk von dem bisher im gelobten Land niederließ. Hat es diese Art der Architektur aufgegeben, da es dort nur wenige Berge gab. Nach den Verwüstungen durch den Sonnenkönig Suri auf Kidusi Anitoni und dem Niederbrennen der Bibliothek und ihres gesamten Inhalts sowie vielen Häusern der Priester nahmen die Bewohner von Kidusi die Tradition der Höhlenbehausung wieder auf, indem sie ihren Tempel in den Fels der Insel schlugen, damit er unzerstörbar sei. Dies geschah nach der Herrschaft Suris im Zeitalter der Prinzen. Okay, reden wir über das goldene Zeitalter, was niemals hätte vergessen werden dürfen. Das goldene Zeitalter mündet in Surias Grausamkeit und Blutzoll, so viel ist bekannt, aber sein Ausgang ist unklar. Nur wenige Quellen haben die Verwüstungen der Zeit überstanden, selbst an diesem Ort des Wissens. Abgesehen von dem Buch, das sie gefunden haben, werden die frühen Jahre in Bisas kaum erwähnt. Was haben sie darin herausgefunden? Der erste Tag von Bisa könnte jener gewesen sein, an dem die Königin von Seba an seiner Küste anlandete. Mythos und Wirklichkeit? Kannte der Schreiber, der diese Zeilen sorgfältig in den Stein gehauen hat, Quellen, die später verloren gingen? Oder hat er den Legenden und dem Volksglauben zu viel Gehör geschenkt? Wir werden es niemals erfahren. Das ist die Gefahr, wenn man etwas lernt. Unsere Schlussfolgerungen können gefährlich sein, ebenso wie die Entscheidungen, die wir treffen. Wir müssen mit unseren Gedanken behutsam umgehen. Jawohl. Erzählungen sind nützlich, aber trügerisch. Nur Beweise, Spuren aus der Zeit selbst können Aufschluss über das sagenhafte goldene Zeitalter und die Frühzeit in Bisas geben. Aber wo wollen Sie nach solchen Spuren suchen? Die Stadt des Kaisers wurde auf den Ruinen von Embesas erster Hauptstadt errichtet. Vielleicht in den Ruinen der alten Bibliothek hier auf dieser Insel. Ja. Richtig, es gibt hier Dinge und Land, die jahrtausende lang unberührt geblieben sind, während Krieg und Unglaube die Welt rund um Taborime und Wahadesha verwüstet haben. Unser Wohlstand sowie der Ruhm unserer Gelehrten und unseres Glaubens haben viel dazu beigetragen, dass Kidusi Anitoni unverändert überdauern konnte. Okay. Allein auf Kidusi Anitoni werden sie Land finden, das seit unzähligen Jahrhunderten von gierigen und gewalttätigen Händen unberührt geblieben ist. Falls es noch Überreste aus Surias Zeiten geben sollte, finden wir sie höchstens hier auf dem Boden, auf dem wir stehen, wo die Inquisitoren des wahnsinnigen Königs vor 2000 Jahren die alte Bibliothek niederbrannten. Geschichte wird zu Legenden. Legenden werden zu Mythen und Mythen geraten schließlich beinahe in Vergessenheit. Aber warum sollten wir die alte Bibliothek nicht ausgraben? Es müssen noch Spuren zu finden sein. Okay. Ganz genau. Archäologie ist die Königsdisziplin. Auf, graben, waschen und entstauben. Die Funde werden Ihnen helfen, dieses lückenhafte Kapitel zu vervollständigen. Haben wir hier noch einen Clipper? Auf die Sie kennen sich mit solchen Vorhaben aus. Finden Sie Helfer und Werkzeug. Dann unterstützen wir sie. Okay. Schauen wir mal beim Kaiser Hüten vorbei. Sie sich vor den Worten der Priester von Kidusi. Sie sind gerissener, als man denkt. Und würden ihren Glauben immer verteidigen, anstatt sich jemals zu ergeben. Das stimmt. Okay. Eine interessante Idee. Doch die Hauptstadt kann nicht weiter wachsen, wenn Na ich gut. Arbeitskräfte für zweitrangige Belange hergebe. Kurs gesetzt. Das ist nicht überraschend. Das Volk von Taborim ist eigensinnig und hat die alten Sitten vergessen. Leinen los. Dann schauen wir mal zu Wahadesha. Vielleicht sind die ja gewillt, uns zu helfen. Auf die alte Dame ist Verlass. Ja, die Priesterin von Kidusi Anitoni darf man nicht unterschätzen. Sie wird immer für sich selbst einstehen, was auch richtig ist, ja. Aber wir sind hier, um das Volk zu vereinen, ja. Die Rohstoffe sind knapp. Jede Hilfe ist willkommen. Was? 10 Tonnen? Wir können nicht so viele Leute unterbringen. Wir brauchen vorübergehende Unterkünfte für diese Arbeiter. Ach, 10 Tonnen Trockenfleisch. Brauchen sie schon wieder Essen. Auf Kurs halten. Warte, du. Neue Befehle. Kommst hierher?
Nimmst noch 32 Tonnen Wanzerbretter und 9 Tonnen Lehmziegel mit. Hoppla. Okay. An die Segel und Brassen. Leinen Ach los. Du fährst zum Kap einfach so mal. Genau. Und bringst den Speer ins Museum, ja? Der legendäre Speer aus dem embysianischen Geschlecht der Elymais. Super. Also haben wir schon 2 von 3 Artefakte bekommen, die es hier in Embysa gibt. Aha, die Bente schleicht schon wieder rum. Auf die alte Dame ist Verlass. Kornukopie-Kalamitäten, okay. Haltet sie auf Kurs! Das könnte unser Überleben sichern. Versprochen ist versprochen. Unsere Arbeiter sind an Bord deines Schiffes. Möge deine Suche erfolgreich sein. Okay. Dann. Ein Schiff erst. Da düsen sie rum, meine Schiffe. Oh. Was ist denn da? Ein Luftschiff? Habe ich hier ein Luftschiff gesehen? Bente. Das ist Bentes Luftschiff. Was machst denn du hier? Die Waffenruhe wurde beendet. Was macht sie denn hier? Hier die Inseln hier abscannen, ja, welche am besten für sie ist. Boah, die macht Manöver hier, ey. Das ist, finde ich, irgendwie immer das Witzige an KIs, die machen einfach komische Sachen. Jetzt kommt die zu mir, oder? Nee, die fliegt bei mir vorbei. Schon wieder zurück. Was macht die bitte hier? Naja, wir haben Arbeiter. Die Arbeiter scheinen mir etwas mager, aber sie werden die Ausgrabung schon bewältigen. Was machst du? Die alte Dame ist Kommst du bitte hierher? Kommen wir zum Ende. Ein kleiner Beitrag zu den Plänen des Herrn. Endlich können die Ausgrabungen beginnen. Herr, blicke wohlwollend auf uns herab. Okay, also, die graben jetzt an die Bibliothek aus. Wir haben hier einen wehmütigen Arbeiter. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ein einzelner Arbeiter in einer Entfernung zu seinem Kollegen mit einem abwesenden Ausdruck im Gesicht. Okay. Der wird noch eine Rolle spielen. Geht's dir denn gut? Ja, denen geht's ganz gut. Genau, das Frachtschiff ist hier. Frauen anhalten! Ich glaube, ich habe jetzt dann keine Geldprobleme mehr. Jetzt könnte ich der Bente ihre Insel abkaufen. Alles wird sorgfältig aufgeteilt. $5,93 million. Ein letzter Blick.
Ja. Da müssen wir ein bisschen lektorieren. Man könnte es als irreführend bezeichnen, aber wer würde das wagen? Aus dem Nichts. Ach komm, bitte. Das tu nicht so. Sie haben an Einfluss gewonnen. Wo die Geister wandeln und Steine uralt, wo gelehrte Seelen sind, lernt Weisheit. Okay. Dann gehen wir kurz mal in die alte Welt. Leinen los! Johann der Erfinder braucht man nicht. Hieran kannst du dich mal so richtig austoben. Das war's. Jetzt lass mich in Frieden. Noch eine Viehbäuerin. Ja, die könnte man für die neue Welt verwenden. Und die Reiseveranstaltungen vielleicht auch? Naja. Jetzt kauft man da nicht alles so zusammen. Denn ich brauche noch das Geld. Haltet sie auf Kurs! Erstmal werde ich hier einen Anteil abkaufen, ja? Du möchtest wohl mein Museum mitfinanzieren, was? Genau. Soll ich nicht? Ist sie dann böse? Sollte ich einen Nicht-Angriffspakt? Du sagtest, wir dürfen dich jederzeit aufsuchen, oh. Nicht wahr? Na gut. Jetzt, Sand. Was ist los? Ausgrabungen sind eine einsame Angelegenheit. Und ich vermisse meine Heimat. Aber ein Bild vom Xa von Wahadesha würde mir helfen. Okay. Er möchte hier ein Foto vom Kassar, diesen Marktplatz hier. Kriegt er. Einen aufrichtigen Dank. Gerne. Okay, das war's schon. Kaiser oder nicht, diese Hallen waren schon uralt, lange bevor seine Vorfahren an die Macht kamen. Ich sollte vorher speichern, bevor ich der Bente ihre Insel abknöpfe. Es könnte durch eine Abschussaufgabe. Drei Fregatten. Gondeln hier rum und werden alles zerstören. Kreuz ausrichten. Schauen wir mal. Flaggschiff auch noch mal drauf. Zielen. An die Segel und Brassen. Nicht der Wind, das Segel. Schauen wir mal. Ich glaube, ich bin langsamer als du. Anne könnte ruhig mithelfen. Wir schlingern ins Ungewisse. Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Denn ihr könntet doch schon schießen. Neue nee, noch nicht. Die werden's schon machen, ey. Lotte bereit. Schiff unter Beschuss. Flotte unterwegs. Flotte segelt in Formation.
Vipers da hinterher, du auch. Schaden am Schiff, Admiral. Ja. Das schafft ihr schon, ja. Okay. Hätte ich dir aus den steifen Fingern pulen sollen. Hier wird fleißig gebaut. Das ist der einzige, den man hier anklicken kann. Na gut. Zum Glück strandet die ein bisschen, ja. Macht ein bisschen Sightseeing hier. Der Marine. Immer besser, ja. Maschinen auf voller Kraft. Ein extravaganter Dampfer. Was zum Teufel hast du hier verloren? Soll ich mir dann noch einen kaufen? Ja. Kisten unter Deck. Wir kaufen uns noch einen. Die Morgenröte. Ich hab ne Idee. Ich schippe euch jetzt zu Archie rauf, kaufe ihm da die Uhren ab Unterwäsche? Und schippe die zu Ketema. Zu pieksig, zu ungelenk. Hemd und Hose sollten jeder für sich stehen. So. 5,5 Minuten sind's noch. Paar sträubende Schrecken. Okay, es ist nichts passiert. Dann Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, der Bau geht voran. In der nächsten Folge wird er fertiggestellt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ja, und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich immer sehr darauf und ja, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr.